Hey Rockstars, herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge Lead Like a Rockstar. Und heute habe ich einen Menschen bei mir, der neben den ganzen krassen Referenzen, die er mitbringt, vor allem mir am Wochenende nochmal schön in den Arsch getreten hat. Und deswegen war es für mich natürlich auch nochmal ein ganz, ganz eine große Herzensangelegenheit, diesen Menschen bei mir im Podcast zu haben. Er ist einer der gefragtesten Experten im deutschsprachigen Raum, wenn es darum geht, bessere Ergebnisse im Bereich Kommunikation, Motivation und vor allem im Bereich Leistungsfähigkeit zu erzielen. Große Unternehmen, mittelständige Unternehmen buchen ihn, wenn es darum geht, High Performance bei Mitarbeitern und Führungskräften zu entwickeln, zu schaffen. Er ist einer der Head Coaches bei der Tobias Beck University und wie ich gerade schon sagte, nicht nur einer, der mega geil zuhören kann, sondern vor allem, drückt man das so aus, ein richtig cooler Sparringspartner. Also das ist nicht einer, der beliebt sein muss, sondern er tritt ja auch mal tief in den Arsch, wenn es darum geht, High Performance zu geben. Und eine Sache verbindet uns, auch er ist Familienvater und geht da drin auf wie eine Blume, würde ich mal sagen. Herzlich willkommen, Christian Gärtner. Oh mein Gott, Lorenzo, ey, was war denn das jetzt? Sehr geil. Ja, ich freue mich mega, hier am Start zu sein. Krass, bin ich komplett rot hier, wie mein T-Shirt schon. Sehr geil. Christian, bei mir ist erstmal Dankeschön, dass du dir überhaupt die Zeit nimmst, weil gerade nach der ganzen Woche, und ich weiß ja, dass du jetzt auch noch mega unterwegs gewesen bist, es ist ja keine Selbstverständlichkeit, dass du dir die Zeit nimmst hierfür. Und deswegen ein ganz, ganz großes Dankeschön einmal für die Zuhörer und Zuschauer und natürlich von meiner Seite aus. Also danke, dass du deine wertvolle Zeit nimmst. Sehr gerne, Lorenzo. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass wir haben ja schon, wie lange kennen wir uns jetzt? Seit 2 Jahren oder sowas, ne? Ja. Haben ja echt eine total spannende Reise, beide in dieser Zeit zurückgelegt. Ich bewundere, was du aufgebaut hast hier, gerade mit diesem Podcast, gerade mit dem, wie du dich gibst, mit deinem Branding, Lead Like a Rockstar, richtig geil. Und ich freue mich, hier dabei zu sein. Richtig cool. Ich hoffe, ich krieg grad Bibi in die Augen, hey. also ein emotionales Gespräch heute, ist doch schön. Das Ding ist, umso viel Delfin und bisschen Wal bei mir ist natürlich auch eine ganz, ganz große Menge Hai, wie Tobi das so schön sagt. Und deswegen kommen wir auch direkt auf den Punkt. Und die allererste Frage, die mich persönlich mega interessiert, ist, ich meine, du bist ja nicht morgens aufgestanden, und hast irgendwie bling und hast gesagt, oh, jetzt gehe ich raus und mache hier die Jungs und Mädels da draußen leistungsfähiger. Sondern warum machst du das? Und vor allem, wie bist du denn da hingekommen? Weil ein wenig aus deiner Historie kenne ich ja und auch Musik war ja bei dir ein Thema oder ist vielleicht sogar immer noch ein Thema. Also wie kommt das? Ja, also ich versuche mal so die letzten 15 Jahre kurz zusammenzufassen, weil letztendlich ist es natürlich genau wie bei dir auch und wie du es auch immer wieder sagst, ist es halt eine Reise gewesen und auch immer noch. Ich glaube, wir befinden uns auch unser ganzes Leben lang auf einer Reise und mal geht es ein bisschen nach links, nach rechts und ich finde es auch schwierig, zu einem gewissen Zeitpunkt im Leben zu sagen, so genau sehen meine 10 oder nächsten 10 oder 20 Jahre aus. Und ich hatte im Prinzip, fing das schon in der Schulzeit, in der Kindheit an, dass ich immer dieses Gefühl hatte, ich bin irgendwie nicht besser als alle anderen, aber anders. Ich hatte nie so diese Vorstellung, dass ich mit dem Strom schwimmen muss. Ich habe mich da nicht richtig wohl gefühlt, aber ich wusste zum damaligen Zeitpunkt auch nicht, was denn dieses Gefühl in mir ist. Ich kann mich erinnern an Gespräche mit meiner Mutter, wir haben darüber gesprochen, komme vom Schulhof nach Hause und merke so, ey, ich gehöre gar nicht so richtig zur Gruppe dazu und ich habe meine Mutter gefragt, ey, irgendwas stimmt mit mir nicht und sie hat halt gesagt, hey, ganz ehrlich, vertrau einfach dir selber und mach einfach das, was du machen möchtest. Du musst nicht so sein wie die anderen. Und da war meine Mutter ein sehr früher Mentor für mich und hat mich da in eine coole Richtung gestoßen. Und dennoch wusste ich natürlich nicht richtig, was mein Weg ist. Und was ich aber schon immer wusste, ist, dass ich irgendetwas, also ich wollte, weil du High angesprochen hast, den Persönlichkeitstyp, ich wollte auf jeden Fall irgendetwas erfolgreich machen. Ich wollte irgendwo ein Ausrufezeichen setzen. Ich wollte Menschen zeigen, dass sie mehr aus sich herausholen können, indem ich selber mehr aus mir heraushole. Hab dann sehr früh angefangen, viel Sport zu machen. Mein erster Traum war so Tennisprofi werden. Hab, glaube ich, 5-mal die Woche trainiert, gerade Richtung Ende meiner Schulzeit. Das war eine sehr, sehr krasse Zeit. Und dann irgendwann
habe ich gemerkt, das funktioniert nicht richtig. Ich habe mir nächsten Sachen gesucht. Dann nach dem Abi war halt die Situation, okay, was machst du jetzt? Studium war für mich sofort klar, ich will studieren, weil um nach ganz oben zu kommen, das war damals mein Glaubenssatz, um ganz nach oben zu kommen, musst du ein geiles Studium haben, musst du eine geile Karriere machen, musst du CEO von irgendeinem Unternehmen werden oder so. Habe dann angefangen zu studieren. Ich habe auch noch was ausgesucht, was damals in allen Wirtschaftswoche-Magazinen und keine Ahnung ganz oben gerankt war. So war ich damals halt gepolt. Aber ich dachte, wenn, dann das Beste und das Geilste. Angefangen, Wirtschaftsingenieurwesen zu studieren. Und es war auch eine geile Zeit während dem Studium. Aber ich habe auch während dem Studium gemerkt, fuck, das ist nicht dein, das bist nicht du. Das ist nicht, die Kommilitonen immer so, ey, hast du schon dein Praktikum gemacht, warst schon im Ausland, hey, das sieht doch nicht gut aus auf dem Lebenslauf, wenn du das nicht hast. Und ich habe immer gedacht, macht ihr alles für den Lebenslauf oder macht ihr das für euch? Ja. Und ich habe dann mir nebenbei Sachen gesucht, die ich halt machen kann. Ich habe dann Vertrieb gemacht, damals dann auch den Tobi Beck kennengelernt, 5 Jahre lang Vertrieb gemacht neben dem Studium. Habe dann angefangen, als Flugbegleiter für eine große deutsche Airline zu fliegen, weil mich das Reisen immer interessiert hat und habe halt immer so weitergemacht, mir viele Jobs gesucht, habe in der Zeit auch nach Passionen gesucht. Eine Passion war damals die elektronische Musik, du hast es angesprochen. Habe dann angefangen, als DJ aufzulegen, das auch 10 Jahre nebenbei gemacht. Ich habe wirklich so Momente in meinem Leben gehabt, da habe ich irgendwie 10 Sachen gleichzeitig gemacht und ich wusste eigentlich gar nicht richtig, was ist denn jetzt dein Ding? Und je älter ich wurde, das hört sich jetzt ein bisschen krass an, mit der Zeit hat sich dann halt rauskristallisiert, okay, es hat wirklich was damit zu tun, Potenziale in Menschen zu erkennen und die weiterzuentwickeln, weil ich habe immer in mir gefühlt, dass ich eine Fähigkeit dafür habe, Menschen zuzuhören und sie wahrzunehmen und auch zu fühlen. Also wirklich im Gegenüber zu haben und zu fühlen, was geht gerade in ihm vor, womit ich von Anfang an nicht direkt den Draht hatte oder wo ich ein bisschen Schwierigkeiten hatte, war, das auch anzusprechen. Vielleicht kennst du das, du hast jemanden vor dir und denkst so gerade, krass, ich fühle gerade was, aber ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber deine Intuition sagt dir, das ist richtig. Das ist nochmal ein Unterschied, das zu fühlen und es anzusprechen. Und das kam tatsächlich erst so in den letzten 5 Jahren, als ich mich dann mit dem Thema beschäftigt habe, okay, was ist denn, wenn du als Trainer und Coach, wenn du als Sprecher, als Moderator, als jemand, der dieses auf der Bühne sein von der Auflegerei als DJ schon kennt, aber die Menschen halt da abzuholen, wo sie sind und tiefer in die Materie reinzugehen, tiefer in den Menschen reinzugehen, ihn mehr wahrzunehmen und ihn wahrzunehmen und von da aus ihm Input zu geben, sich zu seinem wirklichen Potenzial zu entfalten. Und das hat sich die letzten 5 Jahre quasi rauskristallisiert und dann kam eins zum anderen. Ich habe Seminare besucht, ich habe mir mein Umfeld aufgebaut, natürlich auch viel profitiert dadurch, dass ich sehr früh Kontakt zu der ganzen Szene Persönlichkeitsentwicklung hatte, da viele Menschen kennengelernt habe und dann ist eins zum anderen gekommen und heute lebe ich wirklich, also ich unterm Strich, ich lebe meinen Traum. Natürlich, ich bin jemand, ich bin sehr ungeduldig, muss ich dazu sagen. Ich muss für mich immer noch jeden Tag merken, in mir zu ruhen und zu sagen, dem Prozess zu vertrauen und zu sagen, es ist alles gut und es braucht seine Zeit und so weiter. Nichtsdestotrotz, trotz aller Ungeduld, ich lebe meinen Traum und ich bin zutiefst dankbar dafür. Sehr geil. Das heißt, wenn ich jetzt richtig zugehört habe und das mal für mich in eigenen Worten zusammenfasse, hast du damals, war damals deine Mama diejenige, die gesagt hat, vertrau auf deine Fähigkeiten, vertrau auf dich? Also hör nicht auf das, was drum. Bitteschön. Sorry, ich kann mich ehrlich gesagt nicht mehr so an den exakten Wortlaut erinnern, aber sie hat mir sowas mitgegeben wie, du musst das machen, was dich glücklich macht im Leben und nicht, was die anderen glücklich macht. Du brauchst nicht dazugehören. Du bist gut, so wie du bist. Diese Sachen hat sie mir schon früh mitgegeben. Ich kriege auch immer Gänsehaut, wenn ich darüber spreche. Sie hat mir so den ersten Input gegeben und das war für mich damals richtungsweisend, auf jeden Fall. Okay. Ist das auch ein Geheimnis jetzt für Menschen, die heute die heute erfolgreich sein wollen und das tun wollen, was sie erfüllt, jemanden zu haben, der das sieht und das fördert? Also ich glaube, das ist super hilfreich und da sind wir ja auch beim Thema Umfeld, Mentorship und so weiter. Ich glaube, dass es Momente im Leben gibt, wo du das brauchst. Dennoch glaube ich nicht, dass das zwingend notwendig ist, um anzufangen. Weil am Ende des Tages kannst du jetzt so lange darauf hoffen und beten, bis jemand kommt und dir einen Arsch tritt,
oder du trittst halt selber meinen Arsch und sagst, hey, ich gehe jetzt mal aktiv raus und such danach. Und ganz ehrlich, heutzutage mit den ganzen Möglichkeiten, egal ob Podcast, YouTube, soziale Medien, Seminare, die an jeder Ecke angeboten werden, heutzutage ist es nicht mehr schwer, Menschen zu finden, die auf einer ähnlichen Mission sind und wo du auch so dir vielleicht auch einen Buddy suchen kannst, der auf dem gleichen Punkt ist und mit dem du dich so ein bisschen messen kannst, beziehungsweise mit dem du dich so ein bisschen arrangieren kannst, so ein Commitment-Partner oder Accountability-Partner sozusagen, ja, 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 mit dem du so an dir und an ihm arbeiten kannst. Und es ist auch kein Problem, heutzutage Menschen zu finden, die vielleicht schon da sind, wo du hin willst. Und ich glaube eher dieser Mindshift, dass die Leute sich auch um dich kümmern. Weil ich hatte oft in meinem Leben, dass ich so den Eindruck hatte, okay, ich brauche jetzt einen Mentor, aber ich habe dann gedacht, ha, wer bin ich schon? Wer bin ich schon, dass der mir jetzt hilft oder so? Und diesen Glaubenssatz umzudrehen, zu sagen, hey, ich bin's wert, ich bin was wert und ich kann auch meinem Mentor was geben. Ich kann auch irgendwas zu suchen, was ich selber schon mitbringen kann als Dienstleistung oder als irgendetwas, wie ich ihm dienen kann. Das mal umzudrehen, heutzutage sind die Möglichkeiten unheimlich groß. Krass. Jetzt hast du ja für dich das Thema Leistungsstärke, also High Performance, so nenne ich es jetzt einfach mal in meinen Worten. Was gehört denn dazu? Also wann gibt jemand für dich High Performance und wann nicht? Ich glaube, High Performance ist auch so natürlich ein sehr breiter Begriff. Heute spricht auch jeder irgendwie über High Performance und viele denken bei High Performance erstmal so an übermenschliche Leistungen, an Weltrekorde, an keine Ahnung. Für mich ist High Performance einfach, wenn du 100% du selbst bist, die Verbindung zu dir selbst hast, 100% ehrlich zu dir selber bist und genau das tust, was du innerlich fühlst. Weil wenn wir ehrlich sind, glaube ich, dass jeder Mensch in sich fühlt, was er machen möchte und was er gut kann. Die Krux besteht dann darin, das auch zu tun, nämlich alles mal auszublenden, was von außen kommt, Meinungen, die von außen kommen, Glaubenssätze, die du selber aufgebaut hast, Vergleiche mit anderen, das alles auszublenden und zu sagen, egal was da kommt, egal ob mir jemand sagt, hey, das machen schon so viele, der Markt ist übersättigt oder was auch immer, dir selber halt zu vertrauen und zu sagen, ey, ich fühle aber, da ist meine Stärke und ich mache das. Und wenn wir es schaffen, das 100% ehrlich und zu machen und zu uns selber ehrlich sind und das dann auch zu tun, dann erreichen wir Höchstleistung, weil jeder Mensch ist damit geboren, irgendetwas gut zu können. Und wenn wir das tun, was wir gut können, dann ist es Höchstleistung. Dann können wir wirklich unser volles Potenzial leben. Also vielleicht ist es ein High Performance, ein anderes Wort für dein volles Potenzial zu leben, was du mitbringst und was in dir schlummert. Und nicht auf Stimmen von außen zu hören. Mega, mega geil. Klingt natürlich, also das gesprochene Wort ist immer, klingt immer einfacher, als es dann wirklich tatsächlich umzusetzen. Ja? Weil ich persönlich stelle mir natürlich auch immer die Frage, ne? Und ich kann das mega nachvollziehen, weil ich bin genauso jemand wie du, ich bin auch mega ungeduldig und will Ergebnisse, 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 Ergebnisse. Aber was kann ich denn konkret tun, wenn ich jetzt, was für Möglichkeiten gibt es, dass ich sagen kann, okay, ich habe jetzt, also ich meine, da gehört ja eine Portion Selbstvertrauen und vor allem auch Mut dazu, ne? Also wirklich mal diesen Schritt zu wagen. Was kann ich denn konkret tun, um mein Selbstwert aufzubauen, mein Selbstbewusstsein aufzubauen und wirklich Eier in der Hose zu haben, zu sagen, okay, fuck auf alles das, was irgendwie gerade auf mich einprasselt. Ich höre da jetzt echt mal auf diese Stimmung, bin ehrlich zu mir. Super coole Frage. Ich glaube, da kommen ganz viele Sachen zusammen. Und natürlich als allererstes, um die Frage mal vorweg zu beantworten, das hört sich immer mega easy an. Aber wie ein bekannter Sprecher ja in Deutschland immer sagt, alles, was einfach aussieht, ist schwer. Das ist schwer, ja. Also das ist natürlich ein Prozess. Und wenn es so einfach wäre, bräuchte es uns alle gar nicht. Dann bräuchte es keine Coaches, keine Trainer, keine Speaker. Dann wird's jeder einfach hinkriegen und machen. Und ich glaube, dass ein wichtiger Punkt ist halt, sich Hilfe zu holen und auch von außen mal jemand drauf gucken zu lassen. Nichtsdestotrotz ist für mich gibt's immer so drei Bereiche, die da eine Rolle spielen.
Einmal ist es ganz zu Anfang erstmal die Einstellung, die du mitbringst, also dein Mindset, dass du selber sagst, egal welche Voraussetzungen ich jetzt habe und mitbringe, es ist möglich. Und auch das hört sich einfach an, aber das mal als festen Glaubenssatz zu implementieren, das macht schon einen Major Shift aus. Jeder kann sich dazu entscheiden und das durchziehen. Dafür ist es nicht wichtig, wo du herkommst, wer du bist, weil du bist gut so, wie du bist und du hast genug in dir. Es ist alles bereits da. Und das war so, das ist auch noch gar nicht so lange her, dass ich das wirklich für mich verinnerlicht habe. Vielleicht 2 Jahre, 3 Jahre, 2,5 Jahre. Also wenn man sagen, in den letzten 2 Jahren ist da sehr viel dazugekommen und wirklich sich dadurch auch so ein bisschen den Stress zu nehmen, diese Ungeduld zu nehmen, dieses, ich muss jetzt performen und ich muss, du musst erstmal gar nichts, sondern dich zu entspannen und darauf zu vertrauen, dass alles gut so ist, wie es ist. So. Das ist jetzt erstmal die Mindset-Sache. Aber dann brauchst du natürlich Aktivität dahinter. Das kriegen nämlich, diesen ersten Schritt kriegen schon viele hin, aber dann die Aktivität dahinter, da hapert es dann. Ja? Also auch Dinge umzusetzen. Und da brauchst du halt Mut, wie du es gerade gesagt hast. Das hat natürlich auch viel mit dem Thema Mindset zu tun, aber mutig zu sein, Fehler zu machen. Darauf, ja, nicht zu achten, ich wollte jetzt was anderes sagen, aber auch nicht zu achten, was andere zu dir sagen. Thema Zurückweisung, ja. Also wirklich mutig zu sein. Ich habe mal, Tobi hat mal den Karl Pilsel interviewt im Bewohnerfrei-Podcast. Mhm. Richtig cooles Interview. Und Karl Pilsel spricht da, ist ein großer Unternehmer, über Mitte 70, hat 8 Kinder aus Österreich, eine krasse Laufbahn gehabt in seinem Leben. Einmal bankrott gewesen mit 50 Millionen D-Mark oder was war das damals war, Schulden, hat es wieder neu aufgebaut. Er sagt halt, am Ende des Tages, am Ende des Lebens kommt es doch gar nicht darauf an, was du erreicht hast oder was du, ob du genug Sicherheit hattest, sondern wie viel Freude du im Leben hattest und ob du dein Potenzial gelebt hast und ob du mutig genug warst, Entscheidungen zu treffen, die dich einfach wachsen lassen, die dich weiterbringen. Und das habe ich so verinnerlicht, dieses so einfach mutig sein und mal diese Gefühle, die mit der Gesellschaft, in der wir aufwachsen, ja, dieses Sicherheitsthema, dieses, ah, du brauchst einen festen Job und keine Ahnung, das ist ja in allen von uns irgendwie drin, aufgrund dessen, wie wir aufgewachsen sind, in den einen mehr, in den anderen weniger. Aber das einfach mal, einfach gnadenlos zu ignorieren, sagen, ey, egal, ich bin trotzdem mutig. Und Vorsicht, damit meine ich nicht, einfach blind seinen Job kündigen und zu sagen, ich bin morgen halt Top-Speaker oder keine Ahnung, was du machen willst im Leben. Weil du kannst ja gerade heutzutage dir auch viel nebenbei aufbauen, aber einfach diese Schritte, diese Aktivitäten zu machen. Gehört für mich alles noch so zu diesem Thema Mindset in Aktion treten. Zweiter Punkt ist Thema, wie gehst du mit deinem Körper um? Wie gehst du mit dir selber um? Weil ich glaube, dass daran ganz viel messbar ist, wie du, was du, oder sagen wir mal anders, bevor du anderen helfen kannst, High Performance zu erreichen und zu sich selber zu finden, ihr Potenzial zu leben, musst du das erstmal bei dir selber tun. Und ich finde es manchmal bedenklich, wie Menschen mit ihrem Körper umgehen. Das heißt für mich nicht, jeder muss ein Top-Athlet sein oder seine Lieblingstätigkeit muss Sport sein oder so. Das meine ich damit nicht, aber einfach respektvoll mit seinem Körper umzugehen. Hm. Aus dem Körper kommt die meiste Energie. Dein Körper ist dein Energietempel. Also hab deinen Körper im Griff. Achte auf deine Ernährung, mach Sport. Brauche ich auch nichts zu sagen, weil die Informationen gibt es im Internet zu Genüge. Dritter Faktor, wahre Verbindungen zu Menschen aufbauen. Und da liegt für mich der Schlüssel. High Performance ist für mich ein Punkt, wenn Menschen zusammenkommen, hat auch immer was mit Dienen zu tun und mit anderen Menschen. Und wenn du es schaffst, ehrlich zu dir selber zu sein, das ist der erste Schritt, und dann auch noch ehrlich zu anderen bist und eine wahre Verbindung zu anderen aufbaust, dann erreichst du High Performance. Ja. Dann lebst du dein volles Potenzial. Und für mich liegt in diesem dritten Punkt der absolute Schlüssel. Sehr geil, sehr geil. Für mich waren 2 Sachen mega krass gerade, weil du mich da ja mega abgeholt hast. Das war einmal das Thema, und da habe ich auch immer ab und zu Gespräche mit ein paar Kumpels, wo wir dann sagen, was bringt dir denn die meiste Kohle und der geilste Erfolg, wenn du dann im Bett liegst, weil du krank bist? Mhm. Ja, also da einfach mal drüber nachzudenken. Und das zweite Ding, was jetzt ganz krass, und da würde ich gerne weiter tiefer reingehen wollen, wenn es okay ist. Sehr gerne. Du sagtest, das ist gar nicht mal so lange her, dass es bei dir Klick gemacht hat und du gesagt hast, okay, jetzt aber. Mhm.
Was genau ist denn damals passiert? Also was war so diese, also ich frage immer sehr gerne, gab es in deinem Leben so diesen einen Moment, wo du gesagt hast, weil ich glaube, den gibt es bei jedem, diesen einen Moment, wo du sagst, Alter, ich habe keinen Bock mehr, es geht nicht, ich schmeiß alles hin und ich will nicht. Und ich meine, heute bist du ja da, wo du bist. Das heißt, du hast ja irgendwie eine Lösung gefunden, da herauszuwachsen. Also, was war die Herausforderung, die du damals hattest? Was hast du konkret gemacht, um da rauszukommen? Es gibt viele Schlüsselmomente in den letzten 3 Jahren für mich. Ein Schlüsselmoment war der Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, meine Corporate-Laufbahn nicht weiter im Auge zu haben, sondern komplett zu beenden. Ich habe nach dem Studium habe ich, weil ich immer noch so ein Bein in diesem Sicherheitsdenken drin hatte, habe ich angefangen, in Teilzeit, bei der Airline, bei der ich auch als Flugbegleiter tätig bin, als Projektmanager zu arbeiten im Büro. Es war dann so 50% Büro, 50% Fliegerei. Und ich habe halt das ein Jahr lang gemacht und gemerkt, ganz ehrlich, das war es jetzt ein für alle Mal. Es ist nicht mein Ding. Und da die Entscheidung zu treffen, dass dieses Kapitel komplett zu beenden für mich, war ein krasser Schritt. Ich habe damals viele Gespräche gehabt, auch unter anderem mit Tobi Beck und mit vielen anderen Freunden auch aus, oder was heißt vielen anderen Freunden, mit einigen wichtigen Freunden aus meinem Umfeld, die danach, als ich die Entscheidung getroffen habe, zu mir gesagt haben, oh Gott, endlich! Wie lange soll das noch so, hätte das noch so laufen sollen? Ja, die halt von außen schon seit Jahren gemerkt haben, mein Gott, macht er da eigentlich? Ja, aber vielleicht dann auch nicht den Zugang dazu hatten, mir das anders darzubringen, dass ich dann früher die Entscheidung getroffen hatte. Ich musste auch an diesen Punkt selber hinkommen. Ich musste auch selber in dieser Situation sein, das zu fühlen und zu spüren, das ist es nicht. Weil ich bin da hingegangen und habe gedacht, was machst du da eigentlich den ganzen Tag? Ich habe irgendwelche Tabellen ausgewertet, geguckt, dass die Firma Geld spart und ich sitze da und denke so, krass, weil ich war immer jemand, ich habe gefühlt, ich habe die Menschen um mich rum gefühlt und dachte, da musst du was machen, da willst du da was machen und nicht diese analytische Gedönszeug. Ja? Und es gibt halt Leute, die machen das gerne, aber für mich war das nichts. Das war auf jeden Fall ein Schlüsselmoment. Ein zweiter Schlüsselmoment war für mich vor 1,5 Jahren auf einem Seminar, das Seminar, was du jetzt letztes Wochenende bei uns gemacht hast. Ich habe sehr oft in der Vergangenheit das Image gehabt des Mr. Nice Guy und ich kann mich damit auch arrangieren. Ich mag es, nett und freundlich zu den Leuten zu sein. Stand mir aber, wenn es um mein eigenes Potenzial geht, also um die Kraft, um die Energie, die ich auch in mir habe, ganz, ganz oft im Weg. Und es gab eine Situation, da hat der Trainer auf dem Seminar genau das erkannt zu mir und hat gesagt, Christian, ganz ehrlich, die Zeit des Mr. Nice Guy ist ab heute, wenn du wirklich nach vorne kommen willst und wirklich Menschen inspirieren willst, willst du das, hat er gefragt. Ich so, ja, auf jeden Fall. Ab heute ist es vorbei. Ab heute brauche ich die kraftvolle Energie in dir. Du bist ein Biest, hat er damals gesagt, ja. In dir schlummert ein Biest und genau das ist nicht negativ, was ich immer gedacht habe. Ich habe immer gedacht, du kannst doch jetzt nicht auch mal Arschloch zu Leuten sein oder ihnen mal einen Arschtritt geben, weil das bist ja nicht du. Doch, das ist auch Teil von mir und das war wirklich so ein Schlüsselmoment, auch schon wieder, habe ich schon wieder Gänsehaut jetzt, wo ich gemerkt habe, okay, krass, diese Kraft schlummert in mir. Und als ich das gemerkt habe, was in mir schlummert, die Entscheidung getroffen habe, habe ich gedacht, wenn das in mir ist, dann ist das auch in ganz vielen anderen Leuten. Und ich bin seitdem ganz, ganz anders auch in Situationen gegangen, auf Seminaren, die ich selber gebe oder in Coaching-Situationen und so, wo ich merke, ja, wo, geil, das ist Zeit, wo ich merke so, ey, krass, ich spüre das gerade und weißt du was? Fuck, ich spreche es jetzt an. Und wenn es falsch ist, egal, aber ganz ehrlich, weißt du, was das Ding ist? Intuition ist zu 95, 9, ich würde fast sagen 99% immer richtig. Und ich stelle mir immer so die Frage, ja, wieso halten wir eigentlich dahinter? Wieso hören wir auf diese 1%, die uns sagt, Ali, es könnte aber auch falsch sein. Es könnte aber auch, du könntest den jetzt auch verletzen. So what? Sprich einfach die Dinge an. Und das war für mich wirklich so ein Schlüsselmoment. Und muss auch sagen, dadurch hat sich mein letztes Jahr unglaublich krass entwickelt. Ich habe letztes Jahr das erste Mal mein eigenes Seminar gemacht. Auch da hat mich Tobi vor 1,5 Jahren so gesagt, so du machst jetzt dein erstes eigenes Seminar. Ich so, ich habe keine Ahnung, was ich machen soll. Wie sieht's aus? Und doch, du machst es jetzt, wir setzen einen Termin fest und so weiter. Okay, mache ich, mach alles zusammen. Dann habe ich das gemacht und es war wirklich Brainfuck. Ein Dreivierteljahr vorher, was soll ich den Leuten erzählen? Ich bin nicht gut genug, ich habe nicht genug Content und so weiter. Und auch am Abend, bevor das Seminar losging, ich hab geheult auf dem Zimmer, ich habe gedacht, das geht gar nicht, ja. Und
zwei Tage später, ich fahre nach Hause und denke so, krass, du hast das Menschenleben verändert. Du hast es geschafft. Das war das geilste Gefühl ever. Und ja, ist ja auch so ein Schlüsselmoment für mich. Also je länger ich auch drüber nachdenke, gibt es halt so ein paar, was sind so drei ganz wichtige Schlüsselmomente für mich in den letzten Jahren. Krass. Ja. Boah, das heißt, du hast, also ich nehme für mich jetzt wirklich so ein Learning jetzt aus dem raus, was du gerade gesagt hast, ist wirklich, auch wenn du diesen Mindfuck hast, durchzuziehen, auf deine innere Stimme zu hören und einfach machen. Ja. Ja. Es gibt auch keinen Schlüssel. Witzig auch, die Freunde, viele Freunde in meinem engen Umfeld, die machen sich mal lustig über mich, weil ich ganz oft das Wort anyway im Englischen halt jetzt im Deutschen auch benutze. So, anyway, egal, komm, weiter geht's. Aber das habe ich wirklich für mich so komplett verinnerlicht. Anyway, however, was, wie auch immer, egal, weitermachen. Weil ich habe für mich gelernt, gestern hat mir noch jemand eine WhatsApp geschickt, hat gesagt, Christian, ich, ein ganz junger Kerl, mit dem habe ich mich neulich getroffen, der hat gefragt, ob ich ihn so ein bisschen begleiten kann und so. Ich so, ja, ist cool, schick mir ab und zu mal eine WhatsApp durch. Er hat gefragt, Christian, ey, wie sieht's denn aus? Hast du schon mal ein Leistungsplateau gehabt? So, nö, nie. Natürlich, ja, ist klar. Also Leistungsplateau in dem Sinne, dass du halt das Gefühl hast, es geht gerade nicht weiter. Du bist auf so einem Entwicklungsstillstand und Entwicklung geht ja immer nach oben. Du willst ja immer weiter wachsen und dann denkst du so, ah, es geht nicht weiter, was mache ich denn jetzt? Klar war ich auf Leistungsplateaus. Aber ganz ehrlich, du kannst dir jetzt Gedanken machen über dieses Leistungsplateau und wie schlimm das jetzt ist, da drauf zu sein und wann geht es jetzt endlich weiter. Oder aber du akzeptierst es einfach gerade und nutzt es, dass du dich gerade mal ein bisschen erholen kannst, weil Wachstum ist anstrengend. Erhol dich doch einfach auf dem Leistungsplateau mal. Nimm mal kurz Luft, weil geht sowieso weiter. Und dann mach einfach weiter. Und ich habe halt in den letzten 10, 15 Jahren gelernt für mich, und das hat auch meine Ungeduld ein bisschen in den Griff gekriegt, dass nach dem Leistungsplateau, nach dem Plateau geht es halt immer weiter nach oben. Du musst halt einfach nur weitermachen. Und nicht darauf gucken, was andere in der Zeit erreicht haben, wie schnell andere über ein Leistungsplateau sind und so weiter. Eins der schlimmsten, aller schlimmsten Dinge, dich mit anderen zu vergleichen, ist klar, ist der Oberhorror. Und was das tricky Ding daran ist, wird uns ja auch super schwer gemacht heutzutage. Machst Instagram an, machst Facebook an, hast direkt tausende Vergleiche. Und du sitzt hier so allein zu Hause und denkst so, fuck, was mache ich eigentlich? Wieso komme ich eigentlich nicht vorwärts? Denkst du so, kommst aber vorwärts. Ja, also krass, können wir auch ein bisschen einsteigern. Ja, ich spüre es auch so durch den Monitor, durch die Boxen. Nee, aber du hast im Endeffekt gerade echt was mega, mega Geiles gemacht, weil das war für mich, glaube ich, das größte Learning. Also es war für mich so dieses, hör auf, dich zu vergleichen. Ja, weil das ist im Management-Training, war das ein Part bei mir gewesen. Ich habe mich mit den Leuten, die da waren, immer verglichen. Und dann, wenn du, ich meine, du gehst davon aus, wir fangen ja alle gleichzeitig an und dann siehst du Menschen, die irgendwie 5, 6, 10 Tage später irgendwie Hallen füllen mit was weiß ich wie vielen Leuten. Und du hockst dann und denkst dir so, Alter, das kann doch nicht sein, ja. Und wenn ich aufgehört habe, mich mit den Leuten zu vergleichen, ist, als ich für mich persönlich diesen Moment hatte, dass einer um die Ecke kam und zu mir gesagt hat, Lorenzo, du weißt doch gar nicht, wie viel Kohle, wie viel Zeit der schon vor dir in dieses Thema investiert hat. Du weißt es doch gar nicht. Du weißt doch gar nicht, ob der vorher schon ein mega Umfeld hatte. Du weißt nicht, ob er eventuell reiche Eltern hat, die das fördern. Das weißt du doch alles gar nicht. Du siehst nur den Moment und aus diesem Moment wertest du. Und das war für mich so der Punkt, wo ich gesagt habe, fuck, Alter, der hat recht. Also ich sehe nur und bewerte, obwohl ich gar kein Material habe, um wirklich zu sagen, darf ich das überhaupt? Ja, habe ich das Recht dazu, das zu bewerten? Ne? Und ab dem Punkt habe ich gesagt, mir ist scheißegal, dann soll halt der Christian Gärtner Hallen füllen. Yeah. Ich mache mein Ding und dann bei mir tanzen die Menschen und spielen Gitarre und was weiß ich. Christian, hammer, saugeil, saugeil, viele, viele. Ich will da mal was ergänzen. Und zwar, sehr gerne. Das war mir schon auch so in den letzten Jahren immer wieder klar mit der Vergleicherei. Was ich aber auch erst so in den letzten 2 Jahren verstanden habe, ist, es geht auch nicht darum, dich dann fertig zu machen dafür, für die Vergleicherei, dass du sagst, ja, jetzt vergleiche ich schon wieder, hör doch mal endlich auf damit und so weiter, sondern akzeptiere einfach, dass dein Kopf das macht. Akzeptiere einfach mal, dein Kopf vergleicht eh den ganzen Tag. Und das kannst du, ist jetzt ein Glaubenssatz, ich weiß nicht, ob es geht, aber
meiner Meinung nach kannst du es auch nicht 100% ausschalten, weil das ist halt menschlich, das ist tief in uns verwurzelt. Aber du kannst einfach lernen, es zu akzeptieren und zu sagen, egal, soll mein Kopf halt machen, aber ich mache halt trotzdem. Weißt du, es ist mir trotzdem egal. Auch wenn mein Kopf mir sagt, es ist nicht egal, aber es ist mir trotzdem egal. So wirklich so, ich glaube, ein Schlüssel wird mir jetzt auch gerade so bewusst, ist so dieses aktiv zu entscheiden, aktiv zu denken und die Gedanken, die passiv sind, einfach zu akzeptieren und sie nicht zu bekämpfen. Und das ist auch das, was für viele Leute so anstrengend ist im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Die versuchen, sich selber zu bekämpfen. Dinge zu unterdrücken, Gefühle zu unterdrücken, Gedanken zu unterdrücken. Akzeptier die Gedanken einfach, dass sie da sind und mach trotzdem weiter. Das war für mich so ein krasser Change auch in den letzten 2 Jahren. Ja. Auch in diese Relaxedheit zu kommen, in diese Authentizität zu kommen, in dieses Dinge ansprechen zu kommen. Also wirklich so, ist halt wie es ist. Ja. Mein Mentor sagte auch mal zu mir, was du gerade gesagt hast. Und ich finde es auch wieder mega spannend. Da sagte zu mir, akzeptiere den Gedanken, verweile aber nicht darin. Ah, cool. Ja. Ja? Also akzeptiere ihn, verweile nicht, nach vorne. Zack. Mhm. Weil er sagt, weißt du, es bringt nichts, wenn du permanent über das Thema nachdenkst, weil Nachdenken ist Nach- und Denken. Du machst immer wieder diesen Loop zu in der Vergangenheit und du kannst halt daran nichts ändern. Es ist halt so, wie es ist. Und deswegen verweile nicht drin, weil umso mehr du verweilst, umso tiefer ziehst du dich, anstatt nach vorne zu gucken. Ja. Und das war auch nochmal ein mega, mega Learning, was ich mitnehmen konnte. Christian, wir sind jetzt schon weit in der Zeit. Sind wir schon tief genug oder möchtest du noch tiefer gehen? Nee, das glaubt, das ist okay. Ist okay. Also ich glaube, viele können hier, nicht können, sondern viele nehmen hier mega viel mit aus diesem Podcast und aus diesem Interview. Zwei Sachen sind mir noch mega wichtig. Die eine Sache ist, gerade als Musiker, Liebhaber, gab es in deiner Kindheit eine Band oder einen Musiker oder einen DJ oder was auch immer, der dich geprägt hat oder die dich geprägt hat, vielleicht sogar noch heute? Und warum? Geil, geile Frage. es gab auf jeden Fall, also in meiner Kindheit habe ich immer die Kassetten von meiner Mutter gehört, auch die CDs. Und damals war bei meiner Mutter, was waren da am Start? Aber Gold, okay. Das Album, kann ich mich noch komplett dran erinnern. Genesis natürlich. Ja. Und Roxette. Roxette fand ich damals auch geil. Okay. Do you do? So diese Nummer, ja. Also fand ich geil, einfach weil es ein cooles Lebensgefühl hatte. Witzigerweise, wenn ich jetzt fragst, wieso, ich war halt Kind, ich war zwischen 12 und 16, würde ich mal sagen, oder zwischen 12 und 15, irgendwie sowas in der Zeit. 10 und 15, da habe ich die Musik zum ersten Mal wahrgenommen und es war für mich so ein bisschen so ein Lebensgefühl, auch diese Energie, die dadurch transportiert wurde, ja, fand ich einfach geil. Und später habe ich dann halt angefangen, mich sehr für elektronische Musik zu begeistern. Erstmal im Club gewesen, so mit 16, 17, gesehen, wie die DJs da die Platten ineinander gemixt haben und so. Und was mich damals halt ebenfalls fasziniert hat, war die Energie halt in so einem Raum, ne? Diese brutalen, weiß nicht, wenn sich Menschen auskennen mit elektronischer Musik, diese Drops, dann wird alles still, dann baut sich das langsam auf und dann gibt's den Bam und alle rasten aus. Das fand ich halt immer geil. Und ein DJ, der mich damals geprägt hat, den ich witzigerweise 10 Jahre später auf einem Flug nach Bogota in der First Class bedient habe, als Flugbegleiter, war Paul van Dyk. Dem ich damals auf die Mayday 2001 oder keine Ahnung, Dortmunder Westfalenhalle, so, da bin ich dann so hingefahren, das war eine geile Zeit und der hat mich auch inspiriert. Wieso? Ich fand die Musik einfach cool und ich fand ihn, was mich an ihm damals schon fasziniert hat, der hatte nicht so dieses Star-Allüren, der hatte nicht so dieses, ich bin jetzt der geile DJ und so, sondern der war komplett echt und authentisch. Auch als ich den dann im Flieger kennengelernt habe, ne, der war so geil, so relaxed, so einfach cooler Mensch, einfach Mensch war der, ja. Und das bewundere ich an Leuten auch nach wie vor. Also das waren so ein bisschen Sachen, die mich geprägt haben. Aber ja, fällt mir bestimmt noch mehr ein, wenn ich jetzt länger drüber nachdenke. Aber cool. Das Schöne an der ganzen Sache ist immer meistens, wenn ich meine Interview-Menschen dann frage, dass dann siehst du dieses Kind dann so. Ja, dann. Ja, mega, mega. Aber das ist wirklich krass, weil das triggert so viel in uns. Und ich finde auch das schön, dass du es ansprichst, das Thema Kind sein ist
glaube ich, auch eins der Kernelemente, um echt und authentisch zu sein. Diese Verbindung zu deinem inneren Kind. Wir sind Kinder 15, 20 Jahre in unserem Leben und auf einmal soll das Kind sein vorbei sein. Verstehe ich nicht. Nee, das bleibt in dir drin und das gehört immer zu dir, Spaß am Leben zu haben, auch wenn da natürlich Verantwortung dazu kommt. Du kriegst vielleicht selber irgendwann Kinder, wirst erwachsen und so weiter. Das innere Kind, das ist das, was dich richtig am Leben hält. Die Freude, die Begeisterung, die Energie auf andere zu übertragen und was uns letztendlich das Leben auch leichter macht. Ja. Wenn wir mehr Verbindung zum inneren Kind haben, dann haben wir nicht so viele Sorgen, dann vergleichen wir uns nicht so viel mit anderen. Kinder vergleichen sich nicht mit anderen. Kinder haben Spaß mit anderen. Denen ist das scheißegal, ob jemand mehr oder weniger hat. Und ja, also mega. Sehr geil, sehr geil. Christian, eine letzte Botschaft, das ist auch das Letzte, und dann bist du befreit aus dem Interview. Eine letzte Botschaft raus an die Jungs und Mädels. Ein Zitat, irgendwas, was dir mega wichtig ist, auf dem Herzen brennt und du loswerden willst. Mhm. Nicht gesagt, gesungen. Alright. Okay, cool. Und ich wäre ja nicht Lorenzo, wenn ich es so nicht dabei. Ah, geil. Ich dachte jetzt schon, ich muss irgendwie eine Melodie oder sowas. Genau. Also ich gebe dir so 4 Akkorde vor. Mal schauen, ob der Herr Gärtner Improvisationstalent ist. Und ich gebe dir 4 Akkorde vor und alright. Soll ich anzählen oder kannst du einsteigen? Ja, mach mal 4 Akkorde und ich überlege mir was. Jetzt wäre ich gerade nervös, aber ist okay. Ja, ich sehe schon, auf der Stirn kommt der Nass, der Schweiß. Ja, ich sehe schon die Spaß. Nee, Spaß. Okay, bereit? Keine Ahnung, aber mach einfach mal. Sind wir mit dem Lorenzo? Ein kleines Gespräch, ein kleines Neuwagen, auf der inneres Kind, das muss unbedingt mal raus. Ich bin der Geilste. Er war doch geil. Du so, was macht der da jetzt gerade mit der Melodie? Geil. Aber ich will noch eins hinzufügen. Hätte ich auch noch gesungen, aber ich füge es mal so hinzu. Ich finde geil, wenn Menschen einfach, und darüber haben wir zentral auch gesprochen im Gespräch, mutig sind im Leben. Einfach Dinge zu machen. Einfach die Entscheidung zu sagen, ist egal, was irgendjemand im Umfeld sagt, ich vergleiche mich nicht, ich mache einfach jetzt mal. Weil am Ende des Lebens wirst du eh bereuen, was du nicht getan hast. Ja? Also dieses am Ende des Lebens bereust du, was du nicht getan hast und nicht das, was du getan hast. Das ist auch so ein Zitat, das mich sehr, sehr stark prägt immer. Und das gebe ich sehr gerne mit. Herr Gärtner, es war mir ein, sagt man so schön, inneres Blumenpflücken, dieses Interview. Ja. Es war genial, viele, viele geile Momente gehabt. Du hast mich viel gespiegelt, reflektiert, also gerade das Thema inneres Biest, ja, das durfte ich ja jetzt am Wochenende ja auch. Durftest du auch mal rauslassen, ne? Durfte ich auch rauslassen. Fühlt sich Christian, geiler, oder? Ich danke dir für deine Zeit, danke dir für diese mega geilen Nuggets, die du da gelassen hast und ich wünsche dir noch eine mega fette Woche, ein geiles Wochenende, wirst du so und so haben, vor allem mit deiner Family und bis bald! Ja, ich danke dir für die Einladung, Lorenzo. Ganz viel Erfolg noch mit deinem Podcast, mit allem, was du tust. Und es war mir eine Ehre. Vielen Dank. Dankeschön. Ciao, ciao, ragazzi!